Eine kleine Information vorneweg. Das Spiel, das ihr in diesem Video seht, heißt Old World. Es ist eine Mischung aus Civilization und den Paradox-Titeln wie zum Beispiel Crusader Kings. Will heißen, man sucht sich zu Beginn einen großen historischen Anführer aus, gründet in bekannter 4X-Manier rundenweise seine Städte, verbessert Hexfelder mit Arbeitern, betreibt Forschung und führt Kriege gegen andere Herrscher. Dabei vergeht jede Runde ein Jahr in dieser Welt. Hinzu kommt, dass Dynastien eine wichtige Rolle im Spiel spielen. So kann man seine Nachkommen strategisch klug verheiraten, um bessere Beziehungen zu anderen Familien zu haben, immer wieder Entscheidungen in zufälligen Events treffen, die die Eigenschaften der Charaktere beeinflussen und durch den Fortschritt der Zeit auch schlicht altersbedingt sterben. Man muss sich also wirklich um seine Dynastie kümmern und abwägen, was nun am intelligentesten ist, um die Herrschaft auf viele Jahre zu sichern. Gerade aus dem Grund habe ich mir gedacht, dass das Spiel sich super eignet, um darin Geschichten zu erzählen. Weshalb ich die Entwickler um einen Key gebeten habe, den ich dann auch bekam. Ich spiele hier eine sehr frühe, nicht finale Version. Es kann also noch das ein oder andere fehlen. Old World startet bald in den Early Access. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun öffnet das Tor zur Zeitmaschine. Wir müssen noch eine Weile reisen. Viele, viele hundert Jahre vor unserer Zeit lebten große Persönlichkeiten und Herrscher, die die Geschichte der Menschheit auf ewig prägen sollten. Unsere Geschichte beginnt im Jahre Null. Ob sich wirklich alles so zugetragen hat, wie erzählt wird, ist fraglich. Viele Zeitzeugen sind seit einer Weile schon von uns gegangen und die Sauklaue der damaligen Schreiberlinge ist teilweise nicht mehr zu entziffern. Nun, ich will euch dennoch alles erzählen, was ich weiß. Der einäugige König Philipp und seine Frau Königin Olympias sehnten sich danach, eine eigene Stadt zu gründen. Sie waren weit gereist mit ihrem Gefolge und den Ochsenkarren, bis sie endlich ein schönes Fleckchen Erde fanden, das sie ihr neues Zuhause nennen wollten. Es musste sich nur noch entschieden werden, welche der Familien den Vorsitz in der neuen Hauptstadt haben sollte. Die Argeaden würden die militärische Zukunft prägen, die Kypselos stärken gerne die Wirtschaft, die Seleukiden bringen Recht und Ordnung in die Region und ermöglichen die Beschleunigung von Produktion durch gezielten Einsatz von Geld und die Altmajoniden kümmern sich um alle staatsmännischen Geschäfte. Philipp wählte die Seleukiden, weil er schon immer eine Schwäche für Gold und andere Kostbarkeiten hatte und diese gerne strategisch klug einsetzen wollte, um in kurzer Zeit noch viel mehr Geld anzuhäufen. Die Entscheidung war also gefallen und Athen wurde gegründet. Philipp hatte das Tutorial nicht abgeschaltet, weshalb ihm immer mal wieder Hinweistexte eingeblendet wurden. Diese waren sehr hilfreich. Sofort machten sich seine Untertanen daran, die Gegend zu bewirtschaften. Man könnte einen Steinbruch bauen, um die Steinvorräte aufzustocken. Oder eine Farm, um die Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Oder, oh, eine Goldmine. Philipp gefiel, was er mit seinem Auge sah und freute sich auf die Kisten voller Gold, die schon in wenigen Jahren zu ihm in den Thronsaal gebracht werden würden. Eine wahrlich glänzende Aussicht. Als nächstes entsandt man den Kundschafter, um nahegelegene Ruinen zu überprüfen. Er schickte folgende Depesche. Die versteckte Dschungelstadt verfügt über einen Haufen Goldschmuck, Anhänger, Lippenpiercings, Nasenschmuck, Halsketten und Ohrringe. Die gesamte Handwerkskunst an diesem Ort zeigt den gleichen unverkennbaren Stil und eine unvergleichliche Fertigkeit im Umgang mit Gold. Eine solche Fundgrube an Gold ist immer willkommen. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, sie zu nutzen. Wir könnten die Schatzkammer füllen, das Gold an unsere Streitkräfte schicken, die Handwerkskunst studieren. Das war eine leichte Entscheidung für den halbblinden, aber durchblickhabenden Philipp. Die Soldaten machten sich unterdessen auf den Weg zu Pferden, die sich in der Nähe aufhielten. Doch da es nur 3 Pferde für 4 Krieger waren, wurde entschieden, sich diese nur anzuschauen und nicht zu besteigen. Philipp wiederum musste sich nun entscheiden, welche Forschung er vorantreiben würde. Fallen stellen, um Schleuderkämpfer ausbilden zu können? Prophezeiungen, um Schreine errichten zu können, Administration, um dick Geld zu machen. Und wir alle wissen, wie er sich entschied. Durch seine gute Führung tauchte ein weiterer Arbeiter auf. Philipp ließ ihn zähneknirschend dann doch einen Bauernhof bauen, auch wenn dieser kein Gold bringen würde. Das Volk war darüber sehr froh.
Nachdem sich die Krieger die Pferde lange genug angeschaut hatten, marschierten sie weiter und stießen auf ein Monument. Sie überbrachten folgende Kunde: Wir stießen auf eine Reihe von verwitterten Denkmälern, die im Unterholz verloren gegangen waren. Bei genauerem Hinsehen scheinen die Bauwerke mit den Gesetzen einer vergessenen Stadt beschriftet zu sein. Was sollen wir damit tun? Philipp zögerte nicht lange und schickte Arbeiter, um die Denkmäler in Stein zu verwandeln. Die Gelehrten Athens schüttelten den Kopf. Hätte er doch nur die Inschriften erforscht und so vielleicht sinnvolle Gesetze entdeckt. Was ein aufregendes erstes Jahr! Für Philipps Sohn Alexander, den noch nicht so großen, war es an der Zeit, sich auf die Schule vorzubereiten. Alexander wollte unbedingt alles rund um die Kriegsführung und Taktiken lernen, weil er davon träumte, irgendwann einmal einen riesigen Eroberungsfeldzug zu führen, um sein Reich zu einem der größten der Welt zu machen. Philipp hielt nicht viel von dieser Idee, das würde niemals funktionieren. Und da es damals üblich war, dass der Vater für den Sohn die Ausbildung bestimmte, sollte Alexander besonders die Wirtschaft verstehen lernen. Alexander akzeptierte die Entscheidung seines Vaters und bereitete sich auf sein Studium der Wirtschaft vor. Alles, was er dafür brauchte, war ein schnelles Rennpferd von Papa, eine teure Toga und einen Mantel, den er lässig als Schal tragen konnte. Er war bereit. Der Kundschafter stieß auf seinen Ausflügen im Umland auf Wild, welches er sogleich erlegte und das Fleisch nach Hause sendete. Die Krieger gingen weiter nördlich von Athen auf Tuchfühlung mit weiteren Schimmeln. So ging auch das zweite Jahr zu Ende. Es gab gute Nachrichten. Die kleine Aspasia wurde geboren. Und noch bessere. Verschwender. Berichte aus der Schule, in der ihr Kind, Alexander, ein Rhetoriktraining erhält, zeichnen ein enttäuschendes Bild. Es scheint, als habe Alexander das gesamte Taschengeld ausgegeben und betrüge Klassenkameraden um ihr Geld. So viel zu seiner Ausbildung im Bankwesen und Handel. Dadurch erhielt Prinz Alexander die Eigenschaft rücksichtslos. Philipp hob seine Augenbraue und ein breites Grinsen erhellte seine Gesichtszüge. Er war stolz auf seinen Jungen. Dieser Bericht bestätigte, dass Alexander perfekt geeignet ist, um diesen Berufszweig einzuschlagen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verkündete er, dass Alexander seine volle Unterstützung bei dessen schulischer Karriere erhalte, zahlte dann aber den Klassenkameraden ihre Verluste zurück. Das schmerzte ein wenig. Ähnlich wie die Waden des Kundschafters, der bereits den Nil passierte und eine weitere Ruine vorfand. Da er dies im Auftrag des Hofes tat, wurde Philipp wegen all dieser Erkundungen von nun an Philipp der Entdecker genannt. Doch zurück zum Kundschafter. Dieser setzte einen Brief auf, der sogleich an den Hof gesandt wurde. Unsere Kundschafter finden in den Ruinen eine Familie verhungernder Gelehrter, die in den Trümmern wohnen und von Abfällen leben. Sie bitten um Hilfe und bieten an, im Tausch gegen Nahrung, uns an der Beherrschung ihrer Redekunst teilhaben zu lassen. Werden Sie Ihrem Angebot zustimmen? Das klang verlockend, aber da Philipp bereits Geld an die Rotzbengel aus Alexanders Schule gezahlt hatte, wollte er jetzt nicht auch noch kostbare Nahrung an irgendwelche verlausten Gelehrten verschenken. Er lehnte ab, sicher in dem Wissen, dass die Gelehrten dadurch verhungern würden. Doch manchmal muss ein Herrscher bedacht handeln, um sein eigenes Volk zu schützen. Und seine Brieftasche. Geschützt werden mussten auch die Pferde, weshalb die Soldaten weitermarschieren mussten. Sie entdeckten in weiter Ferne eine Ruine, konnten diese aber nicht mehr erreichen und schlugen erstmal ihr Lager auf. Damit wurde auch das dritte Jahr ein Teil der Geschichte. Und wenn ihr wissen wollt, was in den weiteren Jahren noch so alles passiert, dann abonniert diesen Kanal, liked das Video und vermacht mir euer Erstgeborenes. Nee, mal ehrlich, lasst mich wissen, wie euch dieses Format gefällt und was ihr denkt, was aus Alexander wird. Dann sehen wir uns bald schon wieder mit weiteren Abenteuern von Philipp und seiner Familie.